Was geht, Freunde? Euer Lieblingshuhn Kiro ist wieder back am Start auf der YouTuber-Insel und wir haben immer noch hier die komplett schwere Entscheidung, was oder wen man aus den Höllenkriegern verbannen soll. Und ich stehe hier vor dieser Wand, habe mich zum Ablenken, habe ich meine Insel einfach mal fertig gebaut, mein Haus, das kann ich euch auch gleich zeigen. Und ich check's einfach nicht. Ihr habt sehr, sehr viele Pros und Cons schon über die ganzen Leute geschrieben und alles drum und dran. Und ihr hattet auch eine sehr, sehr gute Idee, weswegen ich Mira gleich mal fragen werde. Und zwar haben einige von euch in den Kommentaren vorgeschlagen, wie wär's denn, wenn wir einfach so jemanden wie Zittersticks nehmen, sagen, jojo, komm Höllenkrieger und so. Der sagt dann halt zu, weil er dumm ist. Und dann werfen wir den einfach nach der Woche raus. Und dann sollte es fein sein. Oder halt einfach irgendjemand x-beliebiges. Und ich bezweifle schon sehr, sehr stark, dass das funktioniert. Kann mir aber auch vorstellen, dass es klappt. Und um da Klarheit eben zu schaffen, muss ich Mira auf jeden Fall fragen. Hier, ich bin einfach so überfragt, dass Mann, ich brauche wirklich nochmal eure Unterstützung. Sehr viele von euch haben, wie gesagt, schon Pro- und Kontralisten geführt über die ganzen Leute von den Höllenkriegern. Macht auch super gerne eine Pro- und Kontraliste über mich in den Kommentaren. Aber ich tue mir einfach so schwer. Ich kann teilweise gar nicht mehr schlafen. Ich glaube, ich habe ja auch richtig riesige Augenringe gefühlt. Keine Ahnung, ob man das jetzt gesehen hat. Ich mache das einfach fertig, weil das ist meine Familie. Das müsst ihr verstehen. Das ist einfach meine Familie. Aber ich glaube, ich gehe jetzt erstmal Mira fragen. Ich gehe jetzt mal zum Ei. Oh Mann, ich habe eigentlich gar keine Lust, mit Mira zu reden, weil ich immer so Angst habe, dass irgendwas schief geht oder so oder was weiß ich. Aber sollte irgendwas nicht klappen oder ähnliches, wir werden heute auf jeden Fall mit den Höllenkriegern mal ein bisschen quatschen. Also so Steinchen, Beule, wenn Timmy auch noch da ist oder so. Ein bisschen einen Persönlichkeitstest einfach mal einfahren. Hier haben wir auch übrigens das Rätsel vom gestrigen Livestream. Weiß ich auch nicht, was man dazu irgendwie machen kann. Vielleicht habt ihr da Ideen. Aber gut, das ist der grobe Plan für heute. Und jetzt rufe ich einmal Mira herbei. Mira, Mira, Shadow Mira, erhöre mich! Hallo? Was willst du von mir? Hallo Mira, ich will dich was sehr Wichtiges fragen. Und zwar, du hast ja Snoopy und mir die Bedenkzeit von einer Woche gegeben, dass wir einen Höllenkrieger aussuchen sollen, der aus den Höllenkrieger dann verbannt wird, so sozusagen, also so zusammengefasst, ne? Ja, das habe ich. Okay, und sehr viele haben in den Kommentaren vorgeschlagen, dass es doch bestimmt möglich ist, wenn wir zum Beispiel Zittersticks nehmen, den als Höllenkrieger adoptieren und ihn nach einer Woche wieder werfen. Geht das? Das geht so nicht. Wieso nicht? Er ist doch dann Höllenkrieger, wenn er von uns allen akzeptiert wird. Ihr müsst einen Höllenkrieger nehmen und keinen Neuling. Und da gibt's überhaupt keine Wege, gibt's da überhaupt nichts, was wir tun können? Nein, einen der bestehenden Höllenkrieger. Mann, Mira, das ist meine Familie, ich kann das doch nicht machen, egal wer von denen. Ich kann das doch nicht machen, warum gibst du mir so eine schwere Bürde? Wieso? Das ist nicht mein Problem. Mann, Mira, wenn ich dich besiegen könnte. Mann, wirklich. Mann, ja, dann gehe ich jetzt wieder. Oh. Oh! Ja, okay, ich gehe ja schon. Hey! Ey, ich habe mich gerade richtig erschreckt. Okay, ich hätte mich gerade eigentlich nicht so aufführen sollen bei Mira. Ich weiß doch, dass ich nicht gegen sie ankomme. Oh, Freunde, wirklich, das ist einfach so eine schwere Herausforderung. Ich weiß nicht, ich will einfach niemanden werfen müssen. Wieso? Wieso? Können wir uns nicht einfach entscheiden? Können wir nicht einfach Mira rauswerfen? Sie ist doch irgendwie unsere Meisterin. Vertrag, blablablub. Viele von euch waren auch für Timmy. Andere haben wieder gesagt, ja, durch Timmy, durch den Vertrag und so haben wir unsere Buffs und würden sie verlieren und so. Das sind alles richtig gute Argumente, die ihr halt so bringt. Ich... Durchatmen. Durchatmen. Ich check's nicht mehr. Ich bin... Oh, Mann! Ich bin so sauer und verwirrt.
und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll, aber wer ist eigentlich, ich bin alleine einfach online, ich muss gleich mal irgendwie die Höllenkrieger-Jungs rankriegen, ich muss mal gleich alle fragen, ob die irgendwie online kommen und dann machen wir den Persönlichkeitstest. Als erstes muss ich Snoopy rankriegen, ich hole Snoopy als erstes ran und werde ihn sagen, ey, guck mal, dies, das, jenes. Wie wär's, wenn wir einen Persönlichkeitstest machen? Aber ich glaube, und das dürft ihr wirklich Snoopy nicht verraten, ich werde ihn heimlich auch sozusagen einem Persönlichkeitstest unterziehen. Bedeutet, ich werde jetzt ganz, ganz vermerkt auf das Verhaltensmuster von allen achten, auch von Snoopy, und dann einfach mal so ein bisschen die Liste machen. Ich weiß, Snoopy und ich müssen uns zusammen entscheiden für eine Person, aber was ist, wenn wir eindeutig auch zum Beispiel für Snoopy oder für mich uns entscheiden oder so, weil, um ganz, ganz fair zu sein, nur durch meine Aktion, dass ich Snoopy befreit habe und nicht sein Erzfeind, sind wir überhaupt in dieser Situation, und irgendwie sehe ich mich da halt als miese Täter, weil, ja, ich bin dafür verantwortlich. Aber ich muss jetzt erstmal Snoopy ranholen. Ich schreibe ihn ganz schnell, dass er online kommen muss. Es ist so, so wichtig. Okay, Freunde, ich habe jetzt Snoopy Bescheid gesagt, dass wir uns am besten beim Alpha Tower treffen. Und da kommt er sogar auch schon. Ey, Snoopy! Du klingst müde. Ich bin gerade aufgewacht. Du bist aufgewacht. Du konntest schlafen. Oh, ich konnte nicht mal schlafen, weil ich die ganze Zeit daran denken muss, dass wir einen aus unserer Familie verstoßen müssen. Ich krieg wirklich kein Auge mehr zu mittlerweile. Ich hab auch... Ich war auch so richtig schläfrig im Livestream gestern. Aber egal. Bro, ich glaube, wir sollten uns so langsam festlegen und gucken, für wen wir uns entscheiden. Das ist richtig wichtig. Ja, finde ich auch. Ja, findest... Bro... Interessiert es dich überhaupt noch, was wir tun müssen? Bro, ich bin müde, geht nicht. Ich habe ein Buch, by the way, bekommen, falls du es nicht wusstest. Hä? Ja, das war doch aus dem Livestream, oder nicht? Ja. Stimmt, das ist das von Tobi. Ey, was will der von mir? Sag mal, du suchst nach einem Brunnen. Du sahst ihn einst im Traum, da diesen Sternenbrunnen erlischt. Die Zeit, der Raum vergilbt zu Stein. Doch immer wird Wüste Wüste sein. Yippie! Gib mir das Buch wieder sofort. Niemals. Spaß, Junge. Haben bei dir auch Leute in den Kommentaren geschrieben, so Pro- und Kontralisten? Gab es da irgendwas Vernünftiges? Erzähl mal. Ja. Erzähl. Bro, es ist einfach gesagt, wichtig. Timmy soll rausgeschickt werden, haben die gesagt. Das ist interessant, weil die meisten haben das tatsächlich bei mir auch geschrieben. Ja. Timmy, würde ich sagen. Bro, jetzt chill mal ab. Er war unser Anführer. Ja, er ist unser Familienmitglied, Bro, es geht nicht auch. Erstens ist er Familie, dann war er mal unser Anführer. Jetzt weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht, was er genau ist oder was er verkörpern will. Weil er auch gerade die ganze Zeit voll die Psychose fährt, dass er hier Alpha Town machen will. Also Alpha Stein, Alpha Clan. Bro, keiner weiß, was der jetzt eigentlich vorhat. Ja, guck mal, die haben hier überall diese Alpha Clan Banner und sowas aufgehängt. Ah, weg mit den Scheiß. Bro, aber weißt du, was ich jetzt geplant habe oder was ich mir gedacht habe, was wir machen können? Ja. Und zwar... einen Persönlichkeitstest. Wir holen jetzt so Steinchen ran und achten so auf sein Verhaltensmuster, stellen ihm so ein paar Fragen oder so. So was mein Lieblingsessen, so auf den, weißt du? Und dann machen wir das auch so mit Beule, und wenn wir noch ranbekommen, Timmy. Ich sage ehrlich, Timmy ist gerade seit Zeit mit seinem komischen Zeug irgendwie beschäftigt. Ey, schreib mal ganz schnell Beule, dass er hierher kommen soll. Alpha Steinchen, komm mal. Hab ich. Was? So, warte, ich schreibe Alpha Steinchen, dass er kommen soll. Alpha Steinchen und Beule, oder? Ja, erstmal nur einer von zum den Alpha beiden. Alpha Tower. Zum Alpha Tower. Erstmal nur einer von den beiden, dann machen wir Persönlichkeitstests und gucken, was Sache ist, Digga. Ah, Persönlichkeitstests. Ja, okay. Bro, das ist richtig wichtig. Anders können wir das nicht herausfinden, wer raus soll, Digga. Sag ich dir so, wie es ist. Macht das einfach keinen Sinn. Ich bin dafür, dass Alpha Steinchen. Ich find's einfach nicht cool, dass Mira uns diese Aufgabe überhaupt gegeben hat. Ja, okay, dann warten wir jetzt kurz, bis Alpha Steinchen hier ist. Ey, was wollen die hier? Geht mal weg! Oder wer hat wieder die Statue gesprengt, Digga? Bro, oh, Steinchen! Warte mal, das ist nicht Steinchen, das ist Satoru Steinchen. Tschüss! Ey! Was geht, Steinchen? Hast du noch Furzkraft? Oha, was ist jetzt passiert? Momentane Teleportation. Okay. Okay, ey, Steinchen, ich habe ein paar Fragen. Weiß, Piero. Was denn? Das
Snoop ist leider nur zum Sterben hier verurteilt worden. Oh, wieso? Dieser Welt. Großmeister Steinchen. Wenn er mich weiter platt macht, Sphärenentfaltungen. Oh nein! Steinende Furzelendlichkeit. Geh weg! Nein! Hallo, warum gehst du auf mich? Ja. Ich bin nicht Snoopy! Ich bin nicht ja. Snoopy! Ja, geh rum. Was machst du? Ey, Steinchen, bevor du das machst, bitte hör mir zu. Siehst du? Den müssen wir verstehen. Ich muss dir nämlich eine Frage stellen. Was ist mein Lieblingsrestaurant? Ja, sag jetzt. Dein Lieblingsrestaurant ist KFC. Bro, nein! McDonald's. Bro, Digga, Dönerbude von Absalom, Alter. Nein, von Döner Queen ist besser. Nein, Bro, das ist nur eins. Egal. Komm mit. Denke, komm mit zu deinem Haus. Komm. Ganz wichtig. Ich frage ihn jetzt irgendeinen Quatsch. Ich frage ihn jetzt gleich mal hier irgendwie, was mein... Hier, Moment. Mir gefällt am liebsten an diesem Haus dieses Ding hier. So. Und wenn er das jetzt gleich errät, so, dass ich ganz spontane Auswahlmöglichkeiten habe, sodass er auch die spontane Auswahlmöglichkeit hat, dann hat er auf jeden Fall einen Punkt mehr und was geht? Ja, finde ich gut. Und zwar, Steinchen, was an deinem Haus gefällt mir am besten? Die einfach kleinen Banjo. Nicht so. Die Hexer Banjo. Auch nicht. Dir noch einen Versuch. Ich geh mal raus aus meinem Haus, Alter. Nee. Mann, Snoopy, du hast sie einfach kaputt gemacht. Wieso? Ja, es muss. Diese Sphärenentfaltung, Alter, was ist das? Warte mal, Steinchen, wie hast du eigentlich sonst dazu gesagt zu deinem Furz? Was? Wie hast du sonst deinen Furz genannt? Wieso kämpfst du? Wieso kämpft ihr? Hört doch auf! Ey, Freunde, ich sag euch, ich würde am liebsten alle rauswerfen jetzt gerade, Alter. Ich krieg Kopfschmerzen. Die können sich überhaupt nicht zusammenreißen. Die können sich gar nicht fokussieren. Suppi, Mann, was machst du eigentlich? Er greift mich an. Das ist gerade überhaupt nicht das, um was es hier geht. Er greift mich an, bitte, Giro. Wenn er mich. Er tut die ganze Mitte, Schweine mich rein, der schneidet. Na klar, greif ich ihn denn an den kleinen Blödmann, Alter. Wow, Snoopy, reiß dich wirklich zusammen. Du weißt, wir haben Wichtigeres zu tun. Ja, ich weiß. Bro, alles gut. Chill up. Wenn er mich mal lassen würde, dann wäre auch alles gut. Chill up. Egal, Steinchen, danke, dass du so schnell gekommen bist. Du hast die Fragen beantwortet. Finde ich auch ganz toll. Super. Ich lasse euch mal kurz. Ich hole Beule in der Zeit ran, wo ihr Sachen macht. Oh Gott, Freunde. Oh Gott, was mache ich hier? Meine Entscheidung ist für den heutigen Tag noch schlimmer geworden. Was mache ich jetzt einfach? Bro, das sind einfach... Ich habe sie immer Holzköpfe genannt. Ich hoffe, das ist der Beweis, wieso das Holzköpfe sind. Es tut mir so leid und es ist so schwer, irgendwie dann eine Entscheidung fällen zu können. Eine richtige... Vor allem, wenn Snoopy... Was ist mit Snoopy los? Ist ihm plötzlich alles egal oder was? Ist ihm plötzlich komplett egal, was wir hier tun? Was uns für eine Bürde auferlegt wurde von Mira. Es ist ihm einfach, glaube ich, komplett egal. Ich muss jetzt irgendwie Beule noch rankriegen. Und Beule ist irgendwie halt größenwahnsinnig geworden. Das ist übelst zum Problem geworden. Oh, die kämpfen, glaube ich, immer noch, Alter. Was stimmt mit denen nicht, Freunde, wirklich? Okay, Freunde, ich habe Beule jetzt mal ganz kurz geschrieben, dass wir uns bei Tobis Haus treffen. Weil ich will jetzt gerade irgendwie ein bisschen weg von Steinchen und Snoopy, weil Snoopy kann irgendwie auch gar keine Wahrnehmungseinschätzung jetzt geben, weil eigentlich wollten wir den Persönlichkeitstest machen. Er war ja auch eigentlich erstmal davon überzeugt, aber ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen soll. Vielleicht warte ich jetzt mal ganz kurz hier und versteck mich und hör erstmal zu, was Beule so zu sagen hat. Oh, Axt. Oh. Beule ist da. Ach, Mann, aber du darfst noch nicht vor mir gehen, Mann. Ich weiß, Axt, ich weiß, wir haben eine harte Zeit und sowas, aber du musst... Er redet einfach mit seiner Axt. Nein, er sneakt. Ich mache das jetzt so.
Firu sollte hier irgendwo in der Nähe sein. Oh mein Gott. Ich glaube, er ist gerade auch der Einzige, der online ist mit Alpha-Steinchen und Snoopy. Oh Mann, auf wen gehen wir denn drauf? Ich glaube, was? Der will mich angreifen? Moment. Ax, ich weiß, du brauchst mich. Oh, Alpha-Steinchen. Oh, was macht der auf einmal da? Firu, was machst du denn hier? Wieso spionierst du mich aus, Mann? Wo bist du denn? Versteck dich doch nicht, Kiro. Beule, lass bei Tobi treffen. Oh, Beule, du bist ja schon da. Sehr schön, sehr cool. Ich weiß, Mann. Wieso spionierst du mich aus, Mann? Was war ich das für nicht was spioniert. Wollte, ich komm grad, ich komm, nein. Wieso hörst du mir zu, wenn ich mit meiner Axt rede, Mann? Hör mir zu. Ich hab gar nichts gehört. Ich bin gerade erst vom End gekommen. Aha. Okay. Ich bin gerade gekommen und auf einmal war Steinchen da und ich habe halt davor mit Steinchen geredet und ich war ein bisschen überrascht, dass ich ihn auf einmal gesehen habe. Ja. Wirklich, okay. Beule, hör mir zu. Ich habe ein paar Fragen an dich. Oh, Fragen? Okay, ich stelle deine Fragen, Mann. Richtig. Und zwar, was ist mein Lieblingsrestaurant? Natürlich Moonies Café. Nee, eigentlich Döner von Absalam. Was laberst du schon wieder, Mann? Das ist wirklich so, Beule, chill mal ab. Aber okay, tatsächlich fällt es mir ein bisschen schwer. Also, ich hab vielleicht ein bisschen was mitbekommen. Hast du gerade ein Kind gemacht? Ja, hab ich. Jetzt entspann dich. Ich habe von dir gerade gehört, dass du mich umbringen willst. Ey! Genauso wie ich dieses Hühnchen gerade umgebracht habe, Kiro. Aber Beule, sag mal, wieso willst du das tun? Nein, Mann, meine Axt, weißt du, die funktioniert irgendwie nicht mehr richtig. Und deswegen, ich brauche... Ja, aber wieso bist du dann auf mich los? Wieso bist du nicht Snoopy oder so? Ich weiß nicht, wenn niemand anderes online ist, Mann. Ja, Snoopy, der ist ja auch nicht mal online. Steinchen ist aber auch noch online. Ja, aber der hat seinen OP-Pups, Mann. Da habe ich Angst vor dem. Ja, aber du kannst nicht sterben. Eule? Was geht jetzt ab? Was soll das? Was war das denn jetzt für ein Auftritt? Was? Warte, was? Ja, ich weiß nicht. Es hat bei mir geleckt, Mann. Okay, ich habe da noch eine Frage. Aha, die wäre? Und zwar, Wie viele Hosen besitze ich? Dass ich deine Mitmenschen esse? Ah, wie viele Hosen du besitzt, ich würde sagen, also die von Wife hast du, die von C-Tastic hast du, die von Mooney hast du, die von Giannis hast du, deine eigene hast du und ich schenke dir noch an. Ich habe gerade keine dabei. Ja, ich glaube, du hast 5. Schön wär's tatsächlich. Ich habe nur eine. Oh, ja, gut, eine Hose reicht auch völlig aus, wenn du die oft genug wäschst und sowas. Okay, ja. Was sollen eigentlich diese Fragen, Mann? Ich fühle mich gerade mal dumm. Nee, es ist nur, weißt du, wir haben uns noch nie so richtig kennengelernt, so. Nee, wir haben halt Ninja Warrior Parkour damals gemacht. So, welche Art und Weise gemacht, wir uns kennenlernen können? Wie denn? Weißt du, was mir richtig gefällt, gegeneinander zu kämpfen? Mann, das ist nämlich eine Art und Weise, auf die ich gerne kennenlerne. Warte mal, ich will mal was ausprobieren. Hast du Angst vor meiner Axt? Ja, komm, probier was aus. Das hat leider nicht funktioniert. Oha, okay, ja, was funktioniert nicht? Okay, beruhig dich. Okay. Wollen wir uns nicht so kennenlernen, Kiro? Nein, ich will, danke schön. Ich hatte heute schon genug zu essen. Okay, ja. Ich möchte mit dir kein Date. Nein, kein Date. Nein. Ich finde das cool, Mann. Chantal 2.0 ist raus. Tschüss. Okay, ciao. Okay, das ist gar nicht gut, Freunde. Freunde. Meine Entscheidungskraft, Fähigkeit, was auch immer, ist sehr stark beeinflusst. Ich kann gerade wirklich keine richtigen Sätze bilden, um ehrlich zu sein. Ich bin von Snoopy enttäuscht. Ich bin von Beule enttäuscht. Und Alpha-Steinchen hat sich gerade irgendwie am vernünftigsten gegeben, irgendwie, glaube ich. Er hat sich nur gegen Snoopy verteidigt, was ich verstehen kann. Oh Gott, ey, wirklich, es ist so schlimm. Oh mein Gott.
Freunde, ihr wisst gar nicht, in welcher Situation ich gerade hier bin. Wirklich, es... Okay. Wenn ihr jetzt auch neue Eindrücke davon bekommen habt, wie ich jetzt diese Pro- und Kontraliste führen sollte, dann schreibt's einfach mal ganz dick in die Kommentare, auch wenn der Kommentar so lang ist. Ich lese mir das alles wirklich durch, weil diese Entscheidung mir einfach so schwer fällt. Deswegen, ich hoffe, ihr lasst mich nicht hängen. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich von dem heutigen Tag halten soll, was da gerade passiert ist, warum es passiert ist. Deswegen lasst auf jeden Fall trotzdem ein Like da und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert und haut die Glocke kaputt.